ich merke, dass meine Frau mich betrügt. Na, sie ist anders. Anders. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht. Hallo Freunde, ich grüße euch. Es ist soweit, es geht weiter mit der Männerschmiede. The show must go on. Und jetzt spreche ich mal ein bisschen leiser, denn wir haben ein schwerwiegendes Thema. Es könnte sein, dass deine Frau dich betrügt. Wenn ich mal so einen Rundumblick mache, habe ich hier auf diesem blauen Brett alle Beweise. Es sind genau 4 Beweise. Hier wäre der 5. Und ich denke, das sind schwerwiegende Beweise. Ja, und die werden wir gleich mal vernichten, weil sonst könnten diese Beweise deiner Frau in die Hände fallen. Und hinterher kann sie sagen, ja, du kannst ja gar nichts beweisen. Also, weg damit. So. Jetzt können wir lange suchen nach dem Warum, Wieso, Weshalb, warum macht sie das, warum tut sie das. Da kann ich euch gleich mal sagen, da seid ihr selber mit dran schuld. Da bist du selber mit dran schuld. Warum? Na, du bist ganz einfach nicht attraktiv genug. Du bist nicht mehr attraktiv für deine Frau. Deswegen ist es so weit gekommen, sie geht fremd. Bevor wir jetzt mal auf die 5 Szenarien eingehen, eigentlich sind es ja 5 Beweise für die Untreue deiner Frau, möchte ich mal sagen oder die Frage aufwerfen, wie weiß man, dass Frau fremd geht? Und da kann ich euch eins sagen, da kann ich euch eins versichern, das ist so eine Intuition, das ist so ein Bauchgefühl. Irgendwie spürt der Mann das, ja? Er will es aber nicht wahrhaben. Er will es nicht wahrhaben. Das Unterbewusstsein knipst das einfach weg. Kann doch nicht sein. Nein, alle Frauen gehen fremd, aber nicht meine. No, köstlich falsch. Köstlich falsch. Der erste Beweis, dass deine Frau fremd geht, ist das hier. Handy, Handy. Es klingelt und sie hebt nicht ab, weil du dabei bist. Es klingelt wieder, du bist wieder dabei, sie hebt nicht ab. Wenn das kein Indiz ist. Das zweite Indiz bezüglich Handy und Frau und Untreue ist, sie nimmt das Ding neuerdings überall mit hin. Früher lag es überall rum, auf dem Wickeltisch, auf dem Küchentisch und was weiß ich. Und heute nimmt sie es überall mit hin, sogar auf die Toilette. Ja, sogar auf die Toilette. Das ist jetzt nicht unbedingt, weil sie denkt, du könntest da rangehen oder reinschauen. Wir haben alle diese Fingerdruckverschlüsselung oder Codeverschlüsselung, PIN nennt man das, glaube ich, auch. Nein, es ist eher, man könnte ja eine Nachricht verpassen, eine wichtige Message, die ein Date durchgibt, eine Uhrzeit, wann und wo man sich treffen könnte. Also, Suspekt Number One, Handy. Wenn sie damit irgendwie anders umgeht als vorher, ja, wenn es auch zum Beispiel ständig mit der Surface, mit der Frontseite nach unten liegt. Vorsicht, Mann. 46% aller Frauen betrügen ihren Mann mit einem anderen Mann, den sie vom Arbeitsplatz her kennen. Der zweite Faktor, wie du wissen kannst, dass deine Frau dich betrügt, Untreue nennt man das, ist natürlich Zeit. Zum Betrügen braucht Frau Zeit, mehr Zeit zumindest als vorher. Die Arbeitszeiten werden sie drastisch verändern. Natürlich nicht nach vorne, sie wird nicht früher nach Hause kommen, sondern nach hinten raus. Sie wird später nach Hause kommen. Chefbesprechungen, plötzliche Meetings, andere Arbeitszeiten, extra Hours und so weiter und so weiter. Ja, und wenn du da mal anrufst, hallo Schatz, wo bist du denn? Ja, ich muss etwas länger arbeiten. Also, sie wird längere Zeit auf der Arbeit bleiben, weil Betrügen Zeit braucht. Einfach. Wenn das kein Indiz ist. Ja, und der nächste Grund oder das nächste Motiv, besser gesagt der nächste Beweis, wäre etwas, was früher einfach herrlich, erquickend, geil und spontan war. Überall. Im Wohnzimmer, in der Dusche, im Garten, nachts unter Mondschein. Ich sage jetzt das Wort nicht, denn sonst macht man mir wieder eine auf nicht jugendfreie Content, Kontosperrung und so weiter. Ich rede natürlich von 5 und 1 ist. Ja, es wird immer weniger,
Sie will weniger, sie ergreift nicht mehr die Initiative wie vorher. Vorher war sie nämlich immer, die gesagt hat, komm, lass uns nach oben gehen. Und irgendwie ist es langweiliger. Ist langweiliger, ist anders als vorher. Das Verhalten von deiner Frau in der Kiste hat sich drastisch verändert. Was sagt dir das? Na also. Anders. Sie ist anders. Aber um keine schlafenden Hunde zu wecken, musst du doch irgendwann mal ran. Sie lässt dich dann wieder. Doch klar, ist auch nicht doof. Anders. Ja, der letzte Beweis, das wäre eindeutig Facebook und Co. Ich meine, ihr habt ja beide ein Facebook-Konto. Dann schau doch einfach mal bei deiner Frau vorbei auf ihrem Konto, ob da neue Gesichter auftauchen. Vielleicht Gesichter von Männern, die vorher nicht da waren, ja, und die jetzt vielleicht ihre Arbeitskollegin sind. Warum hat der sich plötzlich eingeklinkt bei ihr? Ja, die arbeiten jetzt ja zusammen. Und da hast du gehört, 46% aller Frauen betrügen ihren Mann mit einem Partner, den sie auf der Arbeit treffen. Jetzt könntest du Folgendes machen. Bleibt aber unter uns. Du machst dir ein neues Facebook-Konto auf. Unter falschem Namen postest hier, machst hier ein Bild rein von einem Supermannsbild und dann schickst du ihr eine Freundschaftsanfrage. Und wenn sie darauf anspringt, dann flirte einfach mal inkognito mit ihr. Ja, sie flirtet dann ja mit einem Mann, den sie nicht kennt und den sie vom Aussehen her einfach nur klasse und geil findet. Und wenn sie auf das Spiel eingeht, ja, was heißt das dann für dich? Dass er leicht zu haben ist? Na klar, Mann. Dass sie es mit jedem machen würde? Ja? Oder dass sie Langeweile hat? Nee. Langweilig ist der nicht. Schluck Bier. Kaffee ist aus. Ja, grosso modo könnte man sagen. Du merkst, dass deine Frau dich betrügt, wenn sie ganz einfach anders ist. Also achte auf die Details. Arbeitszeiten ändern sich. Verhalten am Handy ändert sich. 5 und 1 ist einfach nur grottenschlecht im Augenblick. Und Facebook und Co. lassen grüßen mit neuen Gesichtern. Bingo. Das Ungeschickteste, was du jetzt machen könntest, wäre spionieren. Also kein Detektiv, kein Schnüffeln im Handy, kein Ramschen in ihrem Portemonnaie oder in ihren Papieren, sondern kommunizieren. Kommuniziere mit deiner Frau. Sag ihr eindeutig, ich weiß, dass du fremd gehst. Wie heißt der Kerl? Das ist ehrlich, das ist aufrichtig, das ist Mann sein. Der Schuss kann nach hinten losgehen, sie kann dir eine klatschen oder sie kann plötzlich in Tränen ausbrechen und sagen, Heinz. Und Heinz ist natürlich dein bester Freund. Ja, jetzt mach was draus. Ja, und natürlich hast du jetzt mitgezählt und von den versprochenen 5 Beweisen waren es bisher nur 4. Der 5. Beweis ist, deine Frau betrügt dich, wenn sie ganz einfach anders ist. Ja, sie ist irgendwie anders. Sie sehen anders.